Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Da diese Woche ja nun der E-Citaro erscheint, ja, ein Elektrobus, dachten wir uns, wir nutzen die Chance und wollen mal so ein bisschen rumschauen, was hier so geht in Hamburg Hafen City, denn diese soll ja auch ein neues Update bekommen. Wir sind heute mal auf der Linie 111 unterwegs von der Shanghai Allee nach Bahnhof Altona und werden das Ganze mal mit diesem wundervollen Volvo Hybridbus hier uns mal versuchen und wollen das Ganze dementsprechend halt auch so ein bisschen einstimmen auf den neuen DLC, der jetzt erscheinen soll. Und von daher dachte ich mir so, gut, komm, das nutzen wir. Wir gucken mal ein bisschen im World Wide Web, was es sonst noch so für Hybridbusse, Elektrobusse so gibt. Um dementsprechend natürlich auch am Freitag ja in unserer Leitstellenfahrt zu machen, nach dem Motto, es wird grün. Ja, und von daher dachte ich mir so, komm, dann machen wir das jetzt Ganze mal und wir gucken mal so ein bisschen. Ja, von daher würde ich sagen, springen wir mal rein, ja, gucken uns mal den Bus hier so an. Jeder kennt ihn natürlich, ne, absoluter Content aus dem Hamburg Hafen City Addon. Hier ist er, der Hybridbus. Ne, wenig gefahren tatsächlich, ja, bei uns in der Firma, aber Existenz. Und von daher, ja, werden wir mal gucken, was hier so geht heute auf Hamburg Hafen City auf der Linie 111. So, hier springen wir rein. Ihr seht, alles ist da. Hier Autos fahren und so weiter und so fort. Oh, schön. Und eins muss ich noch machen. Und zwar, klar, Track IR ist wieder mit dabei. Ja, ich finde das cool. So macht das halt Spaß. Wirkt es halt nochmal einen Tick realistischer, ja. Aber gut, darum wollen wir uns heute nicht unterhalten. Wir wollen natürlich Hybrid fahren. Wundervoll. Ah, schön. So, ein bisschen Fenster auf hier. Ist sonst ein bisschen zu warm hier drin. So, machen wir die Kasse hier rein. So, schön. Vorne ist Abfahrt hier natürlich, Shanghai Allee. Und jetzt müssen wir nur noch hier schnell mal unser Dienst hier anmelden. Die PIN 1506. So, den Probedruck, den nehmen wir raus, 22301 und damit haben wir das Fahrt in 6 Minutes, gut, soweit, hier drinnen alles fertig, Licht an und dann den Motor schon mal ein bisschen starten. So, wundervoll, das sollte passen. Handbremse gelöst, wir ziehen vor. Und kommen zum Stehen, machen die Tür auf und bestätigen das Ganze jetzt. Und somit haben wir jetzt Abfahrt in 4 Minuten. Nach Bahnhof Altona. So, genau, also ich dachte mir so, das wäre doch eine coole Gelegenheit, das Ganze mal so ein bisschen hier anzugehen. Ich glaube, Greta würde sich freuen darüber, dass es auch mal solche Folgen gibt. Ja, hier nicht einfach nur rausblasen bis zum geht nicht mehr, sondern hier schön mal versuchen, auch mal ein bisschen grün zu denken. Ich finde das klasse, dass dieser DEC tatsächlich erscheint von Darius Bode, ja, der E-Citaro. Der sieht zwar ein bisschen eigen aus, aber man gewöhnt sich dran, je öfter man ihn sieht. Und von daher, ich habe ihn das erste Mal tatsächlich hier in Berlin gesehen, da stand er, wo stand denn der? Der war irgendwo, wo war denn das? Potsdamer Platz da hinten irgendwo? Das sah auf jeden Fall sehr eigen aus, weil ich den halt vorher nie gesehen hatte, ja. Da dachte ich mir so, was ist das denn, ja, und das erste Mal natürlich ein bisschen erschrocken gewesen über das Design halt von Mercedes, aber jetzt, wenn man sich das Ganze so ein bisschen anschaut, wie gesagt, gewöhnt man sich ganz leicht dran. Ja, also von daher passt das schon. So, ich werde mal jetzt hier Zeit ein bisschen vorstellen. Da kriegen wir auch gleich noch einen Fahrgast mit rein. Großartig. Ja, moin moin. Das ist übrigens auch die Karte, auf der wir die Leitstellenfahrt machen werden. Hamburg Hafen City, klar. Wir wollen natürlich, wenn es natürlich schon vorhanden ist, das neue Add-on, also die neue Erweiterung zeigen, praktisch zum Hafen City, was ja kostenlos geupdatet wird hier für alle Hafen City Besitzer und wie gesagt den neuen DLC natürlich dementsprechend. Ne? Also
Von daher alles zusammen jetzt wird großartig. Wird großartig. Also seid dabei, wenn es denn losgeht. So, okay. Dann können wir abfahren. So. Maus ein bisschen wegnehmen hier. Und dann schauen wir mal. So, die Linie ist nicht allzu lang. Ich glaube, was waren das, 21 Minuten oder sowas dauert jetzt. Sollte nicht so lange dauern. Aber ihr kennt das ja alles. Also ich muss eigentlich, glaube, zum Hafen City DLC wahrscheinlich nichts sagen groß. Ne? Aber wie gesagt, für den einen oder anderen vielleicht interessant, was es so gibt. Ne? Und wie gesagt, die Busse, die wir jetzt diese Woche zeigen werden, die sind dann halt auch Teil der Leitstellenfahrt. Also diese Busse könnt ihr denn nur benutzen. Also es werden keine sonstigen Wünsche oder sowas berücksichtigt. Es werden tatsächlich nur Hybridbusse oder E-Busse halt eingesetzt. Anderes gibt es nicht, Leute. Ne? Also für alle, die mitfahren wollen. Und Radfahrer. Sicherheitsabstand eingehalten, würde ich sagen. So, moin. Oh, was ist denn jetzt los? Wollte die Tür nicht zugehen? So. Hallo? Ein bisschen zu früh unterwegs hier. Können wir ein bisschen langsamer fahren? Müssen wir gar nicht so rasen. So. Hallo. Ja, Standard, wie gesagt, das ist der Content, den wir natürlich kennen seit einiger Zeit. Wer schon natürlich viel auf Hamburg unterwegs war, der kennt das natürlich hier alles. Meine Lieblingslinie ist ja auch schon bekannt. Ne? Die 111 tatsächlich bin ich eher selten unterwegs. Ich weiß gar nicht warum, ich halt immer Hamburg Tag und Nacht fahre. Keine Ahnung. Was sind eure Lieblingslinien auf der Hamburg Hafen City Karte oder Hamburg Tag und Nacht? Dann könnt ihr das Ganze mal hier in die Kommentare posten. Vielleicht könnt ihr ja schon somit euch eure Linie sichern für die Leitstellenfahrt, wenn ihr mitfahren wollt. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, je mehr, desto besser. Weil so ein schönes Event mal halt direkt mal auch mal mit Motto irgendwie mal zu arbeiten.
Das wäre dann eigentlich eine ganz coole Gelegenheit, da mal vielleicht den einen oder anderen dazu zu holen. Ja, dass man hier einfach mal so einen Tag macht hier so. Weil, weißt du, lass es grün werden oder irgendwie sowas. Ja, mal gucken. Schickes Grün. Nein. Könnt euch aber ein Motto einfallen lassen, wie wir die Motto-Fahrte machen können. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, freue ich mich schon sehr auf die neuen DLC, weil das halt wirklich mal ein Bus ist, ja, den es so noch nicht gibt in Nomsi. Also für daher schon mal ein absolutes Highlight, mal was ganz Neues zu fahren. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, 9,99 € kostet der. Soll jetzt, wie gesagt, jetzt die Woche erscheinen. Natürlich zu kaufen auf Steam oder halt bei Aerosoft, ne? Wahrscheinlich wird es den dann auch im Laufe des Tages, denn, also nicht des heutigen Tages, aber des Tages, denn bestimmt auch bei Gims Planet sein. Spart er vielleicht nochmal ein paar Prozent. Bing. Hallo. So, es ist eh rot. Jetzt können wir auch kurz hier warten, stehen bleiben hier. Ja. Die Radfahrer wieder. Schon cool, ja. Ach, guck mal, die warten sogar auf die Fußgänger. Das finde ich sehr löblich. Sehr löblich finde ich das. Ich finde es wirklich sehr löblich, dass ich jetzt die Radfahrer vor mir habe. Das finde ich nicht sehr löblich. Falsch gefahren, kann das sein? Und dem hätte ich da den anderen Weg fahren sollen. Ich glaube, Omsi Navigation spinnt wieder hier. Das wird nämlich das Problem sein. Warum das Ganze ein bisschen eigenartig hier aussieht. Oh. Uiuiuiui. Ja, wir warten aber auch überhaupt nicht, wa? Jeder normale Mensch hat jetzt abgebremst, ja. Das ärgert mich denn immer, ja? Jetzt wollen die natürlich alle aussteigen wieder, ja? Ich wollte halt noch vor dem Radfahrer rausfahren. Hätte nicht gedacht, wie gesagt, dass die dumme KI da in mich reinfährt. Ich hätte es aber wahrscheinlich denken müssen. Ich hätte dran denken müssen.
stehe voll auf den Eisen. Ja. Ach, Mensch, das ärgert mich schon wieder. Wirklich. Es darf nicht wahr sein. Ja, aber an sich ein schöner Bus halt, ne? Fährt sich halt eigen, ne? Ich finde halt das ganze Dashboard, das sieht halt wirklich furchtbar aus. Aber das ist halt Volvo. Ne? Da muss man sich erstmal echt dran gewöhnen. Also hübsch finde ich das nicht, ja. Das sieht halt irgendwie voll klobig aus. Aber naja. Muss man sich wohl dran gewöhnen an den Bus. Ja, hoffen wir mal, dass der E-Citaro echt ein Schmankerle wird. Ja. Du mich auch, weißt du? Ist das hier unsere Haltestelle? Ja. Das ist so super, ja, wie das einfach überhaupt nicht funktioniert. Der zeigt nämlich hier diese Landungsbrücke, dass sie weiter hinten ist. Guck mal, hier wäre sie jetzt eigentlich, ja? Also, absolut Schwachsinn. Kannst dich nicht mal auf das Omni Navigation verlassen hier. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder, ja, fahrgastlos hier. So ist es. Bin auch echt mal gespannt, was wir so für neuen Content bekommen hier für Hafen City. Ich meine, das hat man ja damals bei Hamburg Tag und Nacht ja auch gemacht, ne? Da gab es ja dann auch eine Erweiterung für eine kostenlose Erweiterung. Finde ich cool, dass er da sowas macht da, ja, also der Darius. Muss man einfach mal aussprechen, dass es, ne? Man könnte auch wirklich sagen, so, warum denn nochmal Content, man kann ja nochmal nachbezahlen, so, weißt du, sowas in der Richtung. Ich meine, ob die Leute das machen würden, ist natürlich eine andere Frage, ne. Gibt ja natürlich so Leute wie meine Wenigkeit, die es natürlich trotzdem kaufen würden, ne. Aber... Ja. Ich wollte gerade sagen, warum fährt denn hier keiner mit? Moin moin. Hallo? Moin moin. Fisch TV Gaming, ha. Zuschauer bei uns in meinem Livestream. Ja, kannst du mal sehen. Sofort wiedererkannt. Ja, hier müssen wir noch nicht lang. Hallo?
So, hier sehe ich wieder keine Haltestelle. Also muss hier ja wieder wohl drüben sein. Naja, da kommt eine Haltestelle auf jeden Fall. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Pass auf hier, fahr mich nicht wieder in die Karre, ey. Das kann nicht wahr sein. Guck mal, da geht's zu meiner Autobahn, wo ich immer hin muss. Immer wie gesagt, immer wenn ich permanent an den Nordsee fahre, muss ich immer durch Hamburg. Traumhaft. So, hallo. Och, jetzt ist die Tür schon wieder zu. Also irgendwas haut hier mit der Tür nicht hin. Echt mal. Das kann ja nicht angehen. So. Natürlich ein Bild hier. Tür zu jetzt bitte. Ist aber schön, dass der Bus auch trotzdem fährt einfach, ja? Mal nochmal nachgucken. Ja, Leute, so ist es. So ist es. Die Möwen, schön. Kriegst gleich wieder Urlaubsfeeling, ja, wenn du die Möwen hörst. Ah, ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub. Es wird so Zeit für Urlaub, wirklich. Es ist ja nun alles wieder vorbei, jetzt darfst du ja endlich jetzt so langsam wieder. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, dieses Jahr noch irgendwo hinzufahren. So eine Performance auf Bad Hügelsdorf, das wäre großartig, ey, wirklich. Dass ich jetzt hier gerade keine Haltestelle gesehen habe, wo ist denn die? Hey, habe ich gerade die. Achso, Radhaus Altona. Achso, okay. Ich kann sagen, hab ich jetzt eine Haltestelle übersehen oder sowas?
überlegt die ganze Zeit. Ich kenne die Tour gar nicht, ja, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich kenne sie nicht. Das ist ja fantastisch, das ist ja Wahnsinn. Da gibt es auch extrem viele, wenn du das Ganze über BBS spielst und alles sowas, ja, gibt es da extrem viele Linien zur Auswahl. Ich dachte, es sind bloß vier. Scheinbar nicht. Wäre auch, dass die Batterien so lange durchhalten, dann für so eine Leitstelle fahren. Das wäre nämlich ein bisschen ärgerlich, wenn nicht. Nee, muss ich aber sagen, kenne ich tatsächlich nicht. Also kenne ich nicht. Warum auch immer ich sie nicht kenne. Na, auf jeden Fall habe ich es jetzt nachgeholt. Ja, jetzt können wir auch mal eine andere Tour fahren in Hamburg, nicht immer die gleiche. Ne? Natürlich großartig. Ach ja. Ja, wenn ihr davon mal Ahnung habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare posten, wie das Ganze funktioniert hier. Fühlt die sich wieder neu auf die Batterie oder wird sie halt immer leerer und leerer? Ist es vielleicht so wie bei der Formel 1, dass du halt, dass sie Energie gewinnt, je nachdem wie du bremst oder irgendwie sowas? Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Na, weil vielleicht, wir planen jetzt hier eine Hybridbusfahrt oder alles sowas, weißt du? Und dann schafft es der Bus nicht mal. Natürlich ein bisschen ärgerlich. So, alles muss ich jetzt mal gucken. Wir müssen. Ankunft einfach nur. Alles klar. Ich finde ja, die sollten ja oben so eine. Auf dem Dach zumindest so eine Solarpaneele haben, war. Dass sie, wenn dann zum Beispiel die Sonne scheint, dann praktisch die gleich während der Fahrt wieder aufgeladen wird, die Batterie. Das wäre natürlich auch noch eine interessante Sache. Ja, grün werden, Alter. So, ja, gut. Steht auf jeden Fall Bahnhof Altona. Das wird wahrscheinlich alles richtig sein hier. Fahrtende, bitte nicht einsteigen. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Ja. Gibt es hier irgendwo eine Haltestelle hier einfach, wo man wahrscheinlich hier vorne gleich war? Naja, das ist alles Bahn. Achso, hier steht er. Nur zum Ausstieg. Also hätte ich weiter vorne halten müssen. Na, ja, dann drehen wir halt einfach nochmal. Was soll's. Was soll's? Hätte ich gar nicht extra nachgeguckt gehabt. Jetzt sind sowieso keine Fahrgäste mehr dabei.
Genau. So, ja. Würde ich sagen, das war's tatsächlich. Wir sind durch. Das war eine Fahrt hier auf der Linie 111 mit einem Hybridbus. Großartig gelaufen, würde ich sagen, außer der dämliche Unfall. Aber naja, gut. Ego ist halt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns jetzt so als nächstes erwartet hier für weitere Busse, die wir uns jetzt hier mal anschauen werden. Und ja, natürlich, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen jetzt zur Leitstellenfahrt. Am Freitag ab 20 Uhr geht's los. Denn wie gesagt, auf der Karte Hamburg Hafen City, Hamburg Tag und Nacht hier in der Leitstellenfahrt mit Hybrid und Elektrobussen, nur ausschließlich, ja, also es wird hier keine Sonderwünsche oder sonstiges geben, ja, es sind nur diese Bussorten, die wir hier fahren wollen, wie gesagt, nach dem Motto, ja, es bleibt grün oder irgendwie sowas, da könnt ihr gerne in die Kommentare posten, ob ihr da vielleicht einen coolen Motto-Spruch habt, ja, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion und dann verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich auf das nächste Mal, bis denn, tschüss!